Hallo und herzlich willkommen, ihr Planet Coaster Fans. Hier ist Basti oder auch Modern Consumer. Und heute gibt es eine neue Parktour in diesem wahrscheinlich wunderschönen Park. Thunderland Adventure Valley hat schon mal einen imposanten Eingang. Und wir sehen hier einen riesengroßen, schönen, vollgepackten, pickepackevollen Park mit vielen, vielen Achterbahnen. 11 Stück sind es an der Zahl. Der Erbauer war 18 Monate hier dran. Über 100.000 Objekte sind auf jeden Fall hier drin. Ich habe die Besucherzahl mal ein bisschen begrenzt und damit das noch halbwegs flüssig alles läuft. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei der Parktour. Ich hoffe, ihr habt ein Abo dagelassen und wenn ihr nur die Achterbahnfahrten sehen wollt, dann schaut in die Timestamps rein. Und ansonsten habe ich heute auch in diesem Jahr zum ersten Mal meinen Kooperationspartner mit am Start und zwar Candy Cowboy. Jiha! Grüße gehen nach Kassel. Die vertreiben in Deutschland amerikanische Süßigkeiten und da könnt ihr gerne was über meinen Gutscheincode oder mit meinem Gutscheincode bestellen. Modern Consumer ist der Gutscheincode. 10% bekommt ihr da und ich habe mir als kleines besonderes Highlight überlegt, dass ich in dem ein oder anderen Lift, wenn wir mal länger irgendwo hochfahren, ich habe nämlich eine Überraschungsbox von Candy Cowboy zur Verfügung gestellt bekommen und dann werden wir in dem ein oder anderen Lift mal da reingreifen und gucken, was dort in der Box so drin sind. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß und dann schauen wir uns mal diesen schönen Park an. Der Eingangsbereich. Schon mal mit der tollen Planet Coaster Melodie. Ich freue mich. Ich freue mich richtig. Das ist auch übrigens die erste richtige Parktour, die ich in diesem Jahr mache, weil die andere war noch im letzten Jahr aufgezeichnet und ja, jetzt geht's wieder richtig los. Ich starte durch. Ich mache auch demnächst mal ein Interview mit mir selbst, was uns so erwartet 2022. Auf jeden Fall haben wir hier schon mal einen schönen Eingangsbereich. Ein kleiner Teich, Springbrunnen. Hier rechts sehen wir schon mal eine hängende Achterbahn. Sehr schön hier verzwirbelt. Ist das der Lift dafür? Ne, das ist nochmal ein anderer Lift für eine andere Bahn. Hyper Giga Coaster, wie ihr das gerne liebt. Und ich glaube, ich hatte schon gesehen, so im Überblick, dass eine der Achterbahnen hier komplett um den ganzen Park rumfährt. Ist das diese hier? Ja, guck mal. Die fährt hier komplett einmal rum. Ich bin mega gespannt. Also, das erwartet uns heute hier. Ich hab gerade das Gefühl, ich rede so ein bisschen wie Stefan Raab hier. Was sagt er nochmal? Man weiß es nicht, ne? Gut, also, Thunderland Adventure Valley. Wir gehen rein. Was ich schon mal cool finde, ist mal was ganz anderes. Gibt es sonst nicht wirklich, das habe ich noch nie gesehen, so als Eingang. Hier kein Monorail oder irgendwie eine Tuff-Tuff-Bahn, sondern wir haben hier eine Seilbahn, die geht direkt hier, also ein Sessellift, der direkt darüber geht. Auch richtig schön gestaltet, das Gebäude. Mit Glas. Ist das Glas? Es ist Glas. Glas hier drin. Und einfach nur schön gemacht. Hat so ein bisschen Steampunk-Look oder wie nennt man das noch, diesen Look? Das ist ja auch dieser, wie heißt das so? Dieser alte Style praktisch halt, ne? Da gibt es ja diesen klassischen Achterbahnen und Bahnen hier. Den Look hat das so ein bisschen. So. Achso, dann hat er noch geschrieben, es gibt hier versteckte Mickey-Mäuse zu finden. Da will ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht so drauf konzentrieren. Das ist wahrscheinlich dann das hier. Und ich will mir den Park anschauen. Trotzdem, das hier, dieser Automat, passt ja auf jeden Fall schon mal super rein. Da muss ich jedes Mal an den Film Big denken mit Tom Hanks. Leute, die in meinem Alter sind, kennen vielleicht diesen Film. Unglaublich toll. Skyride ist hier der Eingang. Das ist ja dann wahrscheinlich, ja, der Himmelsritt. Keine Ahnung. Sky heißt Himmel? Wolke? Wolke? Ja, Wolke ist Cloud. Naja, auf jeden Fall geht's hier ganz chillig rüber. Och, diese Musik, Leute. Es geht mir immer... Ich habe mir den Wecker morgens eingestellt mit dem Sound von Planet Coaster, Leute. Ich wache gut gelaunt auf. Das könnt ihr mir glauben. Also, auch schön hier gestaltet, diese Türme. Und wenn man das Ding sich im Steam anschaut, den Park, dann ist der auch eigentlich in Dunkel dargestellt. Ich schaue mir die Parks ja immer gerne am Tag an. Wir schauen auch einmal kurz in die Nacht hier dann rein, wie das Ganze aussieht. Komm, machen wir jetzt einfach nochmal, wo wir gerade dabei sind. Ich glaube, das wird doch eine lange Parktour, weil wir haben 11 Achterbahnen und die dauern eine Weile. Boah, meine Herren, das sieht auch sehr cool aus hier. Und dieser da oben hier, das habe ich auch schon gesehen.
Sehr cool. Also der hat auch die Stützpfeiler selber gebaut und das hat ja mal einen extrem geilen eigenen Look, oder? Da kann man jetzt mal nicht sagen, dass das aussieht wie von einer Stange hier. Also wirklich ganz toll gemacht, schon mal auf den ersten Blick. Und jetzt gehen wir aber wieder am Tag da rein und, ach guck mal, jetzt sieht man ja nochmal hier. Das sieht schon sehr nice aus, wenn du hier abends stehst, oder? Guck mal, hier auch Rice Mining Co. Oh, sehr cool. Da oben fliegt ein Ballon. Hier das klassische Karussell. Vintage war das Wort, was ich gesucht habe. Vintage-Style ist das hier irgendwie für mich. Also wirklich super schön schon mal gemacht. Ganz großes Lob. Wahrscheinlich ein englischsprachiger, ich sag mal, Greetings from Germany. Yeah! Aber wir müssen den Park erstmal fertig gucken, bevor wir eigentlich ganz große Meinungen hier abgeben. Schön gemacht hier mit diesem Feld hier drum. Dann stehen die Jungs hier drin. Die wären auch ein schöner Wecker für morgens. Ja, ich bin bekloppt, aber einer muss es ja sein. Ich gehe mal hier links rum. Dann haben wir hier Radius. Radius. Auch krass gebaut. Hier so ein bisschen reingesenkt in den Boden. Hier so diese Hecken da drüber. Das ist schon mal eine ganz andere Idee wieder. Guck mal, das. Ach so, ich dachte, das ist eine Treppe nach oben. Aber dann geht es hier runter. Und dann bist du hier unterirdisch. Also das ist schon sehr aufwendig hier gebaut. Ganz coole Sache. Und jetzt bin ich mal gespannt, wird das Teil hier von außen sehen. Ich kenne das immer unter dem Namen Enterprise. Allein, dass das hier schon so rund alles drumherum gebaut ist, ist sehr aufwendig und finde ich sehr gut gemacht. So, wann geht das Ding hoch? Wir stehen mal hier so als ganz normaler Gast und sehen jetzt, wie das Teil hochgeht. Sehr schön. Wirklich. Einwandfrei gemacht. So kann man mal eine Enterprise hier reinbauen. Und dann gehen wir jetzt zum Double Loop D-Loop. Double Loop D-Loop. Loop D-Loop. Loop D-Loop. Ach ja, krass, guck mal, das Kettenkarussell. Hier, das hat ja auch so Phantasialand-Style, ne? Hier mit dem Außenrum. Sehr schön. Und da bist du auch wirklich hier da über dem Wasser. Echt cool. Da hinten siehst du das andere Karussell. Also, wirklich viel geboten hier. Tolle Optik. So, ach, ich liebe solche Parktouren. Das macht einfach Spaß. Auch hier dieser eigene Look der Schrift, so einen Aufwand da immer hinzulegen, das ist einfach aller Ehren wert. Ganz klare Sache. So, hier geht auch eine Achterbahn lang. Also, wir fahren jetzt die erste Achterbahn dann gleich. Achso, dann muss ich auch gleich in meine Kiste greifen. So, cool. Also echt schön gemacht, das Ganze. Da geht der Lift schon los. Wir machen einen Cut. Ja, ab geht's, die erste Achterbahnfahrt. Ich greife einmal in die Kiste nebenbei rein. Ich weiß nicht, was ich rausgreife. Das erste, was ich sehe, sind Honey Cheese Flips. Also Flips mit Honig und Käse. Klingt schon mal sehr interessant. Ich guck mal nachher, was da noch so drin ist und werde auch mal irgendwann was probieren. Jetzt genießen wir die Achterbahnfahrt. Ab geht's! Double D Loop. Ne, Loop, die Loop. Loop, die Loop. Schön hier in die Kuhle rein. Sehr langer Looping. Geht schon gut ab. Geht echt gut ab. Fährt sich sehr angenehm. Wobei man bei dieser Achterbahn wahrscheinlich schon eher am besten die Schienenkamera nehmen sollte. Aber ich will das ja immer gerne aus Sicht der Besucher hier erleben. Hier nochmal die Korkenzieherdrehung. Einmal, zweimal und weiter geht's. Direkt hier neben der anderen Achterbahn lang. Nice! Funtime! Ui, hallo! Okay, mir wird einmal schlecht. Ne, aber cool gemacht. Sieht abends bestimmt nochmal ein bisschen besser aus. Einfach ein schönes Ding. Ich muss mal die Flips hier zur Seite legen. Ein schönes Ding. Nice. Dann geht's jetzt zum Ausgang. Was steht hier eigentlich? Achso, die Reihe. Die erste Achterbahn ist durch. War schon mal ein schönes Ding. Ist halt so eine klassische Achterbahn. Ich muss einmal ganz kurz hier reinschauen, wie das in diesem Tunnel aussieht. Im Nachtlicht. Wo sind wir denn da? Wo ist denn der Tunnel? Finde den Tunnel. Da geht's rein. Da kommt jetzt auch die Achterbahn lang. Fun Times. Ja, nicht schlecht. Boah, ey, krass. Also, das sieht auch... Boah, das sieht nach viel Aufwand aus. Hui, also echt nicht schlecht.
Das war doch schon mal eine schöne Nummer. Wir machen mal wieder das Licht an. Wir knipsen das Licht an. Ich mache mal jetzt 11 Uhr. Leiste aus. Und gehen hier mal weiter. Der Enterprise fährt daneben mal wieder ganz gemütlich hier. Jetzt ist sie senkrecht. Sehr schön. Echt sehr, sehr schön. Ja, dann gucken wir mal hier weiter. Und haben hier einmal ein Zauberhaus. Da ist die Achterbahn, die neben uns eben einmal langgefahren ist. Das Gebäude sieht auch schon mal sehr cool aus. Ja, hier fährt nicht wirklich wer mit, aber das ist nicht so schlimm. Der Park ist halt leider nicht ganz so voll geworden. A Witch's Flight. Ein Hexenflug. Sagen wir das einfach mal so, wie es ist. Cool, also das Haus sieht echt, also ist echt cool hier mit der Warteschlange, das Gebäude. Ja, das hat doch was. Also ist echt gut gemacht. Auch die Lampen hier, ne? In diesem Hexenlook. Und dann kommt man hier oben an, in dem verwunschenen, blubbernden Hexenhäuschen. Wir fahren da natürlich jetzt eine Runde mit. Einsteigen. Das ist die Bahn einmal. Die Beine hängen dann so ein bisschen in der Luft auch noch, ne? Und jetzt muss ich nur mal die Bahn auch anklicken. Witch's Flight. Nein, das ist der falsche Zug. Das auch. Ab geht's. Nächste Bahn. Mit Musikuntermalung. Schön. Das ist wieder auch mit Sicherheit ganz toll beleuchtet hier abends. Aber ganz ehrlich, ich kann, glaube ich, auch nicht alle Bahnen jetzt zweimal fahren bei hell und dunkel, weil das sind bei 11 Bahnen, das wird schon ein sehr langes Video und so wird es noch viel länger werden. Und wir fahren einmal jetzt mit. Ich gucke mir ein paar Sachen vielleicht nochmal so grob an, wie eben das. Schöner Abgang hier. Wieder ein Riesenlooping über die Blockbremse drüber. Hui. Oh, super geschmeidig war das gerade, oder? Das war eine ganz tolle geschmeidige Runde. Ja, ja. Einmal durch den verwunschenen Wald durch. Eine Art Blockbremse, ne? Hui, hallo. Ja, wir haben nicht Nacht eingestellt, aber der Erbauer hätte ja auch sagen können, dass das wieder nachts fährt, das Ding. Sehr schön. Oh, die fährt sich mega angenehm, die Bahn. Hier schön Airtime-Zeit drin. Du wirst vom Sitz so ein bisschen rausgezogen nach oben. Angenehme Kurven. Da gibt's gar nichts zu meckern. Nice, der Looping wird nochmal so ein bisschen enger, dann drückt es einen nochmal so ein bisschen rein. Hier auch wieder diese beleuchteten Ringe, schön. Ganz lange die Fahrt auch, ne? Also eine lange Fahrt, kurze Wartezeit, war schön. Juhu. Boah, das sind jetzt echt ein paar Inversionen hier schon. Oh, jetzt werden wir aber hier nochmal zügig in der Kurve reingedrückt. Und wir müssen jetzt fast da sein. Sehr cool. Also das war eine super angenehme Fahrt. Den Hexenflug, den mache ich doch gerne mit. Hat mir Spaß gemacht. Sehr schönes Ding. Ey, sorry, jetzt sage ich das Gegenteil von dem von eben, aber ich will mal ganz kurz in eine andere Bahn reinspringen. Nur um das einmal zu erleben hier. Ja, ist auch eine gute Kamera dafür natürlich, ne? Also, wie wir sehen hier, schön diese ganze Farbgebung, ganz toll gemacht. Das ist hier quasi das Ende. Das ist der Anfang, ein anderer Zug. Also, sehr coole Bahn, sehr angenehm, sehr smooth. Und, gut gemacht, nicht schlecht. So, wir sind wieder bei 12 Uhr Mittag. Nächste Bahn kommt auch schon wieder an. Ausgang. Und einmal die Leiste natürlich weg, damit wir hier Vollbild alles genießen können. Dann haben wir hier dieses klassische Kinderkarussell. Für den Grusel-Style habe ich ja eben einmal schon gesehen beim Drumherumfahren, als wir in die Sitze gepresst wurden. Oh, die pressen sich aber auch hier ordentlich auf ihre Sitze. Ah ja, da ein kurzes Päuschen muss auch mal sein dürfen, ne? Ja, Vater und Sohn oder auch nicht. Nee, wir gehen getrennte Wege.
Also war hier das der Witch Flight? Nee. Guck mal, da hinten kommt auch noch ein Dive Coaster hier raus aus dem Berg. Also das ist ja hier alles vollgepflastert. Sondergleichen. Also wirklich ganz toll gemacht. Boah, wenn ich diesen Look hier immer sehe, ne? Was das hier alles ist an Konstruktion. Meine Herren. Balloons. Auch mit der Eigenschrift. Wasser, Fritten. Alles da. Was das Herz begehrt. Ah, hier ist auch so eine Station für diese Wasserfahrt. Adventure. Das Ding hatte ich eben auch noch gesehen beim Vorbeifliegen. Ui, was haben wir denn hier? Zero Gravity. Einmal hier hinten mit Eingangsbereich. Komplett so im Thema drin, das Ding hier reingebaut. Wirklich sehr, sehr gut gemacht, das Ganze. Er hat auch einige von diesen Objekten hier benutzt. Aber ich finde, das ist doch alles ein tolles Ding. Gefällt mir sehr gut. Der Ausgang, achso, das geht dann hier runter. Hier ist nochmal ein Netz extra gespannt. Also auch so ein bisschen auf Realismus gemacht, das Ganze. Also echt einwandfrei. Was haben wir denn hier? Trans to Pirates Cove. Cove. Was ist das denn? Ist das? Ah, okay. Das ist quasi diese Rundfahrt hier. Sehr schön. Hier ist aber alles zugebaut. Und zack, rein ins Boot. Und dann fährt man hier einmal, schippert man hier ganz gemütlich über den Teich. Eine Runde Entspannung für die ganze Familie, würde ich sagen, an der Stelle. Sehr schön. Kann man mal machen. Sind mehr Boote als genügend da. Und also keine lange Wartezeit. Ich freue mich auf die Achterbahn. Das Coole ist, wir sind links rumgegangen. Und die Achterbahn startet ja da hinten rechts. Und jetzt haben wir den ganzen Park dann schon gesehen und fahren am Ende mit der einen Achterbahn nochmal an allen Sachen vorbei. Da freue ich mich drauf. Das hier war echt eine ganz geschmeidige... Das sieht cool aus. Ist das die Bahn von eben? Diese geschmeidige Drehung hier? Sehr cool. Echt, ist das die Witch-Bahn? Ist das hier die Witch? Ist sie das? Nee, das ist eine andere. Ah ja, okay, das ist der Dive Coaster. Wo waren diese Drehungen da eben? Die war so mega geschmeidig. Hier ist das Ding, ne? Hier so. Nee, hier auch nicht. Ach, egal. Da hinten. Stimmt, guck mal, die gehen hier drüber lang. Ah. Hier ist das Ding. Hier, ganz geschmeidig gebaut. Also echt cool gemacht. So, aber jetzt weiter im Programm. Space Drop. Das ist auch das Ding hier. Hier ist auch direkt der Drop daneben. Ist doch perfekt. For the best experience, Central Seat, Night Ride only. Also Center Seat heißt für mich der mittlere Platz. Er hat jetzt nicht Schienenkamera gesagt. Wir machen jetzt schon mal Abend an, damit wir hier das komplette Erlebnis auch haben. Ui. Das sieht gut aus. Wow. Ach, hier fährt die Bahn sogar durch. Ist das cool. Kommt die hier gerade lang? Ah, schade. Ja, egal. Wir gehen mal weiter. Sehr cool. Das sind so ganz alte Vibes von Phantasialand. Diese dunkle Achterbahn, wie sie damals hieß. Space. Ich weiß gar nicht, wie die hieß. Aber echt cool gemacht. Das ist echt saumäßig cool gemacht. Mit diesem Stern da rausgucken. Also... Man sieht doch immer wieder neue Ideen in Planet Coaster, die es so noch nicht gegeben hat. Mega, hier ist auch eine Scheibe oder was? Ist das einfach so? Guck mal, da kommt die Bahn gerade an. Wie geil ist das denn, wenn du das hier siehst? Ist das cool gemacht? Und das ist die Station. Mega, hammer, geil. Ich bin echt beeindruckt. Das hat auch so ein bisschen Star Wars Feeling. Guck mal hier, 3, 2, 1, go. Wir steigen ein. Oh, jetzt habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Wo bin ich? Kamera, Action, Pause. So. Also, wir nehmen den mittleren Sitz. Pause. Ich nehme den Sitz. So. Ab geht's. Nächste Bahn. Die zischt ja mal direkt los hier. Boah, nice. Ich hoffe, ihr könnt das bei YouTube auch gut sehen. Hier mit den ganzen Sternen und dieses Gefühle hier drin. Ey, Hammer. Das ist der Lift. Das merkt man gar nicht, ne? Man merkt jetzt gar nicht, dass man senkrecht nach oben praktisch sitzt.
cool. Einfach nur cool. Also wirklich sehr gut gemacht. So, da kommt der Drop. Hallo, die Tür ist noch zu. Bitte aufmachen. Ah, yeah. Tür zu, Tür auf. Nice. Langsam durch. Echt cool gemacht. Alter. Ja, das hier sieht man halt wirklich gar nichts, außer dass wir durch Sternenhimmel fahren. Da sind Planeten an uns vorbei gezischt. Das Sonnensystem. Die Sonne explodiert. Alter, mega cool. Mega cool gemacht. Ach, jetzt kommen wir erst an. Mal durchgescannt werden. Auch diese Leiste hier oben, so Star Trek mäßig. Hier rechts ist das nicht da, wo man gerade geguckt hatte. Beim Vorbeigehen. Naja, sehr cool. Also wirklich eine ganz tolle Bahn. Ganz groß gemacht. Hier ist nämlich der eine, der wirklich die Knöpfchen drückt und alles bedient. Er ist das nämlich. Wirklich. Ich bin begeistert. Ich bin mal wieder sehr begeistert. Und dann kommen wir hier zack aus dem Space Shuttle ins Piraten-Eckchen rein. Und doch will ich mal wieder das Licht anschalten. So. Also der Eingang war hier hinten ja auch. Hier ist das Schiffchen. Die Schiffchenfahrt. Hier haben wir eine Mäusebahn. Ich würde mal sagen, hier wird der Ausgang sein, oder? Nee. Castle Ruins. Ja, das sind Ruinen. Echt schön gemacht. Das sieht echt gut aus. Hier mit den kaputten Steinen und so. Das ist schon toll gemacht. Toiletten. Food Court, Kurt. Also hier hat sich echt einer richtig Mühe gegeben. Und das sieht man dem Ding einfach an. Ich will jetzt nochmal hier unten lang gehen und schauen. Weil hier im... Was ist das denn hier? Ist das ein Ausgang? Achso, das ist der Ausgang von eben. Wir gehen jetzt mal hier über diesen Weg weiter. Weil hier ist doch der Eingang für die Bahn bestimmt auch irgendwo, oder? Den suche ich. Hier will ich mitfahren. Da sehe ich mich drin. Dum, 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 dum. Das ist der Ausgang hier von Frisbee. Immer noch hier der schöne Ausblick über den Teich. Dahin ist der Eingang. Wir müssen noch ein Stückchen rumgehen, ne? Da kommt noch ein bisschen was. Ja, dann gehen wir halt hier rum nochmal, ne? Ja, Freefall Tower. Ist das da hinten eigentlich ein Aussichtsturm? Das Ding habe ich noch nicht oben gesehen. So, und hier haben wir ein Castle Ruins, Ruins Eingang. Das ist ja das Ding. Da wollen wir ja hin. Das sieht doch echt cool aus. Hier die Castle-Ruine wirkt doch echt wie eine Ruine von einer Burg. Also wirklich nicht schlecht gemacht. Krass. Ja, krass. Kannst du auch machen. Ja, klar. Was man alles so bauen kann. Da ist ein Grab. Hier reitet einer durch. Wir warten auf den nächsten... Ruinenfahrer. Ja, oder wir nehmen halt die erste Bahn mit, die gerade eh oben ist. Da haben wir eh nicht viel verpasst. Fahren wir einfach mal mit. Aber gerne innen sitzen. So. Hui. Ja, das ist halt so eine Mäusebahn mit engen Kurven. Und dann lässt das Ding irgendwann locker. Jetzt wahrscheinlich. Und dann geht die Drehreise los. Hui. Jetzt. Jetzt geht's ab. Jetzt wissen wir gar nichts mehr. Aber es ist wirklich angenehm. Nichts völlig Verrücktes hier. Hui. Hui. Ohohoho. Ja, einmal so seitlich runterfahren muss sein. Das muss sein. Ich hoffe, ihr habt irgendwie noch einen Überblick. Das ist natürlich schon hier eine ganz schön schnelle Nummer. Ja. Ja. Echt cool. Also ein cooles Teil. Muss ich mir mal ganz kurz von oben grob nochmal anschauen.
Wir sind auch schon wieder zurück. Day or Night Seat View. Kann man machen, wie man will. Ist gehüpft wie gesprungen. Wir schauen nochmal kurz von oben das an. Sieht doch echt cool aus, oder? Leute. Tolle Bahn. Sehr schön gebaut. Runter, hoch, links, rechts. Kurvenkombination mit Drehungen. Und hier ab. Hier geht es ja dann richtig ab. Mit diesen Drehen. Ist das hier schon? Nee, das ist hier noch nicht. Nee, das ist, ich korrigiere mich. Das geht hier hinten ab. Echt cool gemacht. Also diese Ruine ist... Guck mal, wie viele Stücke der hier genommen hat, um das so zu darzustellen. Das ist schon viel Arbeit. Ganz viel Arbeit. Toll gemacht. Also richtig gut thematisiert das Ganze. Und da hinten geht's gleich weiter. Dann gehen wir mal wieder auf den Platz dafür. Trinken einen Schluck Wässerchen. Und gehen hier links lang. Hui, durch den Baum. Es sind echt viele Läden hier hinten nochmal. Also das ist schon sehr schön gemacht. So, Skyshot ist natürlich hier der Tower mit Fenster. Cool. Ja, das fahren wir jetzt nicht mit, das Teil. Aber wir haben schon mal gesehen, das sieht doch schön thematisiert aus. So, hier sieht es so ein bisschen nach Grusel aus, ne? Müssen wir da hier runtergehen für? Ich gehe einfach mal hier lang. Ich glaube, ich knipse das Licht aber mal aus. Wenn wir schon hier in so einem Art Gruselbereich sind, dann sollten wir doch auch mal ein bisschen im Dunkeln da sein, ne? So, ja. Nee, das ist der Ausgang. Vollmond. Das Haus sieht echt cool aus. Ah, das muss ich vielleicht bei meinem Horrorhäuschen auch machen, dass wir ein Türmchen da dran machen und sowas. Freefall. Ach, ist das ein Freefall Tower hier? Ah, ja. Ja, immer kurz hier den Umweg machen. In die Grube rein. Lange Warteschlange. Ui. Hallo. Nicht schlecht. Nicht schlecht gemacht. Es knarzt, es knarzt. Ja, echt cool. Oh, ich wollte eigentlich genau reingucken. Ah, wenn die Bahn runterkommt. Die Gondel hat aber leider nicht ganz geklappt. Ah ja. So, da muss man hier wieder rausgehen aus der Grube. Da machen wir mal ein paar Etagen in der Zeit hier. So. Also, wir sind den Weg von hier unten dann hochgekommen. Und hier ist der Eingang zu... Boah, was ist das denn? Das sieht ja geil aus. Ghost. Meine Herren. Sehr cool gemacht, der Eingang hier, die Raben. Der Pförtner. Best at night time. Ja, haben wir schon gemacht. Und da fährt eine Bahn lang, da fährt eine Bahn lang. Oh ja. Oh, hier stehen auch ein paar Leute an. Und danke nochmal für die Info. Das hier ist wohl eine normale Planet Coaster. Das ist normal in Planet Coaster drin, das Ding. Ich habe mich da wohl vertan immer. Das ist nicht eine externe Textur oder sowas. So, hier raucht es auf jeden Fall ordentlich im Kämmerlein. Schön, schön gestaltet. Richtig gut. Oh, Leute. Vom Allerfeinsten gemacht hier das Ganze. Dass die Tür halt durch die Schienen immer geht, ist zu verkraften, finde ich. So, Ghost heißt die Bahn. Wir hoffen mal, dass jetzt hier eine auch im Häuschen ankommt. Und haben wir auch perfekt erwischt, muss ich mal sagen. So, dann würde ich sagen, einsteigen. Und losfahren. Hui. Das kann weg. Ab in den senkrechten Lift. Der Lift ist mir jetzt zu kurz, dass ich da jetzt irgendwas mache. Wegen meinem Paket, was ich aufmachen wollte. Na, gucken wir nachher noch. So, ab geht's. Looping.
Hier ist sehr viel Hängezeit angesagt. Das hört sich aber nicht gruselig jetzt an, oder? So ein bisschen. Einmal hier durchquillen. Hui. Fährt sich auch interessant. Hat immer so ein bisschen so hängen. Es geht halt nicht mit Vollspeed durch oder so. Aber ist doch gut. Eine gute Fahrt. Einmal braucht... Ja, ein bisschen Action brauchen wir einmal noch hier wenigstens. Ja, geil. Yeah. Jetzt stockt es dann doch schon wieder so ein bisschen. Hier die Tür so schief. Cool, die Tropfsteinhöhle. Juhu. Ah, das sieht schon cool aus. Das Drumherum gefällt mir wirklich sehr gut. Jetzt wieder so ein ganz langes, langsames Ding. Oh, gerade so rum. Alter, wie krass ist das denn gebaut? Also hier weißt du original nicht mehr, wo unten und oben ist. Wenn du vielleicht echt drin bist, ja. Krass, hier der Friedhof einmal rüber. Grave Digger. For you, my feelings are true. Was passiert hier? For you. Okay. Ja, sehr cool. Ich nehme mal an, wir sind jetzt wieder da. Eine super Fahrt. Viel zu sehen. Richtig gut thematisiert. Da kannst du nichts sagen. Einfach top thematisiert das Ganze. Ich will mal gerade nochmal dieses... diesen Friedhof da anschauen. Da hat er auch irgendwas geschrieben zu in Steam. Da hinten. Meine Herren, das ist aber echt ein großes Gebiet. Na, guck mal, wie geil das ist, dass diese Türen hier so extra ausgerichtet für die Bahn sind. Echt cool. Also wirklich super gemacht. Ist das hier der Friedhof? Ja, hier ist der Friedhof. Also wirklich eine tolle Bahn. Auch mal mit einem kurzen, ruhigen Moment, da drin. Das ist doch super. Echt super. So, dann kamen wir hier hinten raus. Wir sind dann hier hochgelatscht. Knipsen das Licht wieder an. Und gehen weiter über diesen Weg. Hier hoch. Freefall Tower vorbei. Oh, ist das schön, wieder hier grüne, satte Farben zu sehen. Aber der Eingang hier, der hat schon gefetzt, muss ich sagen. Das sieht echt gut aus. Auch hier ein toller Aussichtspunkt. Mega, mega cool gemacht. So, was haben wir hier? Timber. Die Holzachterbahn. Na, da freue ich mich doch drauf. Das geht ordentlich. Hallo! So, Timber Trail. Einmal rein in die gute Stube. Hui, hui. Ja, mit Sägen. Schnipp, schnapp, Hände ab. Und schönes Gebäude. Solide, gut gebaut das Ganze. Hier die amerikanischen Farben drin. Night Day Ride. Also wir können das für beide Sachen hier nutzen. Ist eine ganz klare Sache. So, ab geht's mit Timber. Ich bin sehr gespannt auf die Fahrt. Und da kommen wir wieder zu Hashtag Werbung. Ich hoffe, ihr habt da kein Problem mit. Ich greife mal in die Kiste rein. Und ich habe wirklich noch nicht vorher reingeguckt, was da so drin ist. Und habe hier die Nerds Gummi Clusters. Das sieht ja mal interessant aus. Sehr cool. Ich bin echt gespannt, wenn ich die Sachen so nach und nach mal alle probieren werde, was da alles so ist. Sehr cool. Also ich freue mich über diese Überraschungsbox, dass man da mal so ein paar neue Sachen kennenlernt. Wir genießen diese Achterbahnfahrt hier, meine Herren, die geht da richtig ab, Leute. Was ist denn da los? Was ein Speed. Ist das noch realistisch? Hashtag realistisch? Man weiß es nicht. Meine Herren, die geht aber ordentlich ab. Durchschnittsgeschwindigkeit 103 km/h. Er kommt eigentlich überall so vor. Oh.
Ja, außen geneigt kann man mal machen. Ich bin so ein bisschen am Kränkeln gerade, also nicht wundern, sorry. Hoffe, es hält sich hier in diesem Video noch in Grenzen. Aber das ist ja mal wieder eine lange Fahrt hier. Nochmal ein Lift! Oh, mach ich nochmal was auf! Machen wir nochmal was auf, was gibt's noch? Schokolade? Mit Fred Feuerstein, Fruity Pebbles in weiß mit so Dingern drin. Keine Ahnung. Weiter geht's. Ich wollte nur schnell wieder was rausgeholt haben. Weiter geht's, Alter. Die Bahn geht aber mal richtig ordentlich ab. Ui, Alter. Ja. Heidewitzka. Heidewitzka. Die nimmt ja gar kein Ende mehr. Also, jetzt nochmal hier in die Mine rein oder was? Also, einmal nochmal durch den Berg durch. Langsam bremsen. Ui, da haben wir jetzt immer aus vollem Speed hier auf null runtergebremst fast. Und sind da. Meine Herren, 120. Wo sieht man das nochmal? Da. Durchschnittsgeschwindigkeit 62 km/h. Und da ist der Lift mit drin. 130 km/h. Es ist ein bisschen viel, finde ich, oder? Vom Speed her. Das war ein bisschen sehr viel. Aber es hat Spaß gemacht. Das ist das Entscheidende. Mir hat Spaß gemacht. Coole Fahrt. Jetzt sehe ich nochmal. Wir sind nochmal am Ausgang. Timber Trail. Gucken wir uns das Ding nochmal von oben an. Das ist aber auch ganz schön hoch. Zwei Lifte nebeneinander, ja. Hier fliegen noch so ein paar Baumstämme im Wasser rum. Ist da, was ist das da? Ach, das ist hier die Horrorbahn. Die hier einmal, ne, durch die Tür rausgeht und die Tür wieder reingeht. Also, ist schon lustig, das Ding, ne? Was der Typ da gebaut hat. Ja, und diese Holzachterbahn. Ich hätte jetzt gern, dass der hier vorbeifährt, aber du weißt halt nie, wo die Bahn ist gerade. Doch, da kommt sie. Da, Tür auf. Und nächste Tür. Schon cool. Echt cool. Ja. So, und die Holzachterbahn. Meine Herren, da hinten ist noch die ganze Piratenstadt. Ach, da ist dann auch wieder der Eingang. Dann sind wir ja bald schon rum einmal. Buddel rum. Warte mal, Timber. Was ist das denn hier für ein Gebäude eigentlich? Ach, das ist quasi das andere Pendant zu... Ach, Hotel ist da auch drin. Zu dem Lift hier, zu dem Sessellift. Und da stehen immer welche an. Guck mal. Der Park ist nicht voll, aber hier ist immer was los. Das finde ich schön. Ja, da haben wir das hier hinten. Hier waren wir ja schon mal, hier hinten an der Ecke, ne? Hier Frisbee hier nebenan. Castle Swing genannt. Und das ist cool. Du bist hier so. Yeah. Ah, das ist schon echt nicht schlecht. So, dann gehen wir mal weiter Richtung Piratengegend. Westworld. Oh, nice. Warte mal. Ja! Mining Train Bahn. Ich liebe sie. Ich liebe sie und ich freue mich drauf. Und guckt mal. Hier alles manuell gebaut. Alles selber gebaut. Der Zug kommt rein. Sehr cool. Westworld. Schön gestylt das Ganze. Boah, ich traue mich gar nicht an meinen Park weiterzubauen, wenn ich sehe, was andere Leute bauen können. Es ist der Wahnsinn. Da haben wir hier das Ding einmal hingestellt. Natürlich. Toiletten. Guck mal, wie wild das hier aussieht. Ey, da willst du doch einfach nur rein. Mein Mayhem. 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 Mein Mayhem. Ja, aber ganz kurz nochmal hier gucken. Toiletten. Alter, guck mal hier. Komplett selbst gebaut. Weil die Mine Train hat ja nur diese ganz einfachen Pfosten. Aus Stahl. Das ist ja mal ein mega Aufwand. Hier, den Mississippi-Dampfer habe ich auch noch nie so cool eingesetzt gesehen. Und auch noch ein bisschen gestaltet. Steamboat Show. Da hast du hier ein Restaurant drin. Natürlich. Schaufeln. Ja, nimm mal mit. Echt cool. Also wirklich ganz toll thematisiert das Ganze. Auch hier High Flyers.
Natürlich ist der Eingang hier so gemacht. Ist doch einfach mega. Ich liebe diese Kreativität. Und jetzt gehen wir zu der Mine Train Bahn. So, einmal die Treppe hier hoch. Einmal hier. Ja. Schöne Station. 1977/1912. Hier steht das Ding. Wir steigen ein und ich fahre das jetzt am Tag, oder? Stand da irgendwas? Da stand nichts von Abend. Wir steigen einfach mal ein. Wahrscheinlich in die falsche, ist ja klar. So. Einmal nach hinten. Einmal vorstellen. Vorspulen. Was? Ich habe gerade das Gefühl gehabt, ich spule vor. Das war richtige Geschwindigkeit. Yeah! Tschup, tschup! Das ist der Sound, der klingt so cool. Ja, echt gut. Echt gut. Den Lift nehmen wir mal ganz normal mit hier. Yeah! Oh, da fährt die andere Holzachterbahn lang. Hier geht's auch durch die ganze Konstruktion durch. Schöner Western-Ritt. Style, Musik hinterher daneben. Das klingt doch gut. Die fährt sich aber auch mal mega cool. Also, ganz großes Kino, tolle Bahn. Ich liebe es, ich liebe es. So muss eine Mine-Train-Bahn sein. So muss die abgehen. Perfekt. Dann noch mit diesem Western. Yeeha, howdy! Das war, ey. Seht ihr mein Grinsen im Gesicht? Das ist einfach nur feierlich. Ich hoffe, die Werbung heute in diesem Video ist für euch soweit okay. Ich dachte, ich lasse das noch so ein bisschen einfließen in das Video. Und das wird in Zukunft auch anders wieder sein. Also wir machen es mal so. Mal gucken, wie das so weitergeht. Ich bin dafür alles offen. Mal schauen, was wir da so machen. Schön hier durch die Mine durch. Oh, der war nice. Der war sehr nice. Boah, ey, die fährt echt wild hier durch. Boah, das. Alter, die geht aber echt richtig gut ab. Das feiere ich aber ohne Ende. Boah. Die zieht schon ordentlich hier rum. Also, ganz großes Kino. Tolle Bahn. Hat mir richtig Spaß gemacht. Man muss auch einfach aus Spaß nochmal ganz kurz bei der anderen reingucken. Beim anderen Zug. Die eine hier. Oh, da, ja genau. Man wird ja oben schon rübergezogen. Es ist einfach der absolute Wahnsinn. So, wir können ja mal kurz hier die Kamera nehmen. Damit ihr das nochmal daraus seht. Meine Herren hier. Das geht aber mit einem Affenzahn hier lang. Das ist schon ein bisschen zu schnell fast. Das sieht auch einfach so cool aus. Hier dann mit meiner anderen zweitliebsten Kamera, diese hier, wo man ein bisschen mehr von dem Streckenverlauf mitsieht. Da sieht man mal, wie wild das hier gebaut ist alles. Es ist Wahnsinn, wahnsinnig. Day or Night, da steht es auch nochmal klein, siehst du. Also kann man fahren, wie man will. Hier ist der Ausgang, also wirklich ganz toll gebaut. Großes Kino, großes Lob. Ey, ich bin so begeistert von diesem Park. Der gefällt mir wirklich wieder sehr gut. Und dann kommen wir raus aus dem Wild West und gehen rein in... Erstmal einen Schluck Wasser. Ja, der Bereich... Ja, hier cool. Das Auge. Sehr cool. Also, gehen wir in den Piratenbereich rein. Es erwarten uns auch, glaube ich, noch so zwei Wasserbahnen. Habe ich mal gehört. Ja, hier ist ja quasi nochmal so ein Schippertürchen, Tourchen, oder was? Fährt das durch den Berg durch? Nee, ne? Nö. Ach, das ist quasi eine Station von der Bahn. Ah, ja, okay. Mit der kann man hier komplett rum. What the fuck? Guck doch mal hier. Guck mal, das ist der Stützpfeiler. Von der Bahn hier. Und hier alles. Alles dran gebaut. Manuel! Manuel! Manuel, ich sehe dich. Nee, Manuel.
Also echt cool. Pirates Cove. Voll cool hier mit dieser Krone gebaut. Der Schatz. Hammer. Dann hier oben diese Drehung darüber, ne? Ich find's einfach mega. Boah, dann kommst du hier rein und siehst so eine Stadt vor dir. Es ist einfach nur krass. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hier lang soll. Riptide. Also das schreit hier alles nur nach Piraten. Das ist Piraten-Setting vom Allerfeinsten. Das muss man mal so sagen. Guck mal, selbst hier alles an den Schienen. Hier, guck mal, am Looping. Komplett Gerüste gebaut. Mehr Liebe zum Detail gibt es immer nicht. Es gibt nicht mehr Liebe zum Detail. So, wo sind wir denn jetzt hier? Please fill all rows. Füllt alle Reihen. Ich weiß nicht. Ich glaube, wir fahren genau hier mal mit der Kamera mit. Welcher ist denn jetzt der erste Zug? Der hier. Ich fahre jetzt mal hier so mit. Weil ich finde es immer teilweise, da wir ja nur einmal mitfahren, zu anstrengend, diese Ego-Perspektive hier zu machen. Wir sehen ja, wie sich das Ding jetzt so dreht dabei, aber wir wollen auch den Streckenverlauf sehen. Und ich finde, das ist ein guter Kompromiss hier. Wow. Es ist einfach bei so einer Bahn in der Ego-Perspektive sehr, sehr unübersichtlich. Ey, cool hier so in Blau, ne? Wir sind so auf dem Wasser praktisch. Ich weiß gar nicht, wie die Bahn heißt. Oder wir können jetzt schon fast sagen, hieß. Das war schon. War eine schöne kurze Fahrt. Da kann sich keiner beschweren. Mal hier, ich steig nochmal ein. Dann seht ihr es mal. Es ist einfach immer so wild alles. Ich weiß nicht, ob so eine Fahrt in der Ego-Perspektive halt so viel bringt, die so zu zeigen. Kein Mensch weiß, wo er ist. Und ich am wenigsten. Also, Riptide hieß sie natürlich. Ja, klar. So, also, schöne Fahrt. Eine schöne Bahn. Von oben nochmal gesehen. Hier hinten ist das Ding drin. Richtig schön reingeschmiegt. Ey, wir haben echt einige Fahrten hier in diesem Park. Da kommt nochmal was. Einmal das Piratenschiff. Flying Dutchman, natürlich. Boah, krass, wie vollgebaut das ist. Das ist echt gut rein integriert hier. Das Schiff. Mit Springbrunnen. Schön gemacht. Sehr schön gemacht. So, die Läden haben alle zu. Die Mitarbeiter haben alle gekündigt. Irgendwas ist hier los. Dann haben wir hier eine kleine Food Area wieder. Alle Läden sind zu. Aber auch hier war wirklich ein super schöner Ausblick. Ich freue mich auf die Achterbahnfahrt da gleich. Hier das Piratenschiff von Captain Hook oder Nemo. Steht da. Bereit zum Entern. Der Hai hier unten, ne? Ah, ja. Weiß gar nicht, worauf der wartet, der Hai. Okay, wo ist denn der Eingang hier für die Bahn? Rook Wave. Was kommt denn da jetzt? Ist das diese eine Achterbahn? Ich höre hier Wasser plätschern. Ach, das ist hier so eine Boot-Achterbahn. Ja, okay. Auch wieder ein schönes Gebäude. Please fill all rows. Day and night. Wir steigen ein. Da ist sie. Hier nehme ich ja gerne diese Kamera. Und hoffe, dass die Fahrt da mal loslegt. Schnief. Was haben wir denn zeitmäßig? Oh, wir haben die Stunde dann bald durch, ne? So, hier spule ich mal ein bisschen vor. Beziehungsweise, ich würde jetzt sagen, ich mache jetzt ein letztes Mal den Griff in die Kiste vom Candy Cowboy. Yeeha! Und guck mal, was wir da noch drin haben. Wir haben hier noch Cotton Candy. Also Zuckerwatte. Auch nicht schlecht, habe ich noch nie so gegessen. Und noch schnell was anderes. Galactic Cubes. Das ist schon wieder irgendwelche Gummibärchen.
Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich werde alles probieren und dann irgendwann berichten. So, die Fahrt geht hier schon mal ab. Juhu. Und da sind noch ein paar Sachen drin in der Kiste, wollte ich nur gesagt haben. Hui. Die geht ja mal gut ab für so eine Wasserachterbahn. Ich weiß gar nicht, wie diese Bahn richtig bezeichnet wird. Aber ich warte auf jeden Fall noch auf den großen Moment. Ist ja hier wildes Wasser trotzdem. Mega. Krass gemacht. Der große Splash, ob er noch kommt. Nee, das ist einfach so gemacht. Eine wilde Wasserbahnfahrt. Richtig cool gemacht. Da kann man nicht meckern. Also auch wieder eine tolle Fahrt. Rook Wave. Das ist auch mal wieder eine Idee gewesen, wie man sie sonst nicht kennt. Guck mal hier, ne, mit diesen ganzen Fontänen hier dran. Hat man das Gefühl, man saust hier durchs Wasser durch. Das sieht echt cool aus und hat auch echt Spaß gemacht. Hier gab es dann auch einmal den großen Splash an der Stelle. Guck, hier ist so ein kleines Becken sogar gemacht. Also, puh. So ein Park sucht mal wieder seinesgleichen, ne. So, hier ist der Ausgang. So, wir gehen. Hier hinten geht es nicht mehr weiter. Der Eingang für diese eine Achterbahn wird da hinten sein. Das heißt, wir gehen mal hier zurück. Machen die Leiste wieder aus. Und schauen dann mal. Boah, das sieht echt cool aus. Und dann noch die Achterbahn. Dieser Hyper Giga Mega fette Coaster für nachher. Ja. Es knistert. So, Barrel Roll. Natürlich ist das Ding hier. Guck mal, da fährt die Achterbahn auch lang. Die ist hier an einigen Stellen hier am Rumfahren. Wo ist der Eingang? Ich sehe nur Ausgänge. Oh, schön gestaltet hier alles. Also Piraten-Feeling vom allerfeinsten, Leute, oder? Einmal hier so ein Rundblick. Guck mal, hier sogar mit einer Boje. Boje befestigt das Boot. Also echt. Ist mir noch gar nicht aufgefallen hier, der Totenkopf da an dem Wasserfall. Nice, also echt. So viele Details hier drin. Oh, dieser Wasserfall hier, schön. Springbrunnen, nice. One-Eyed Willy! Da ist er hier, der One-Eyed Willy. Sehr, sehr cool, die Totenköpfe hier drüber. Also das hat auf jeden Fall richtig was. Es macht richtig Spaß. Day and Night. Das ist die Bahn. Mein guter alter Infinity Coaster. Schnell noch einsteigen! Falsche Bahn! Achso, geht noch gar nicht los. So gut, dann ganz gemütlich. Ich glaube, wir fahren heute mal hier, spaßhalber, die Schienenkamera mit. Ah, diese epische Musik, die mag ich richtig. Mit Shooter. Launched. Ui, der Junge mag Speed. Der das gebaut hat. Oder das, die Frau. So. Juhu. Da fahren wir durch diesen krassen Looping durch, der so schön mit den Stützpfeilern gebaut wurde. Auf sowas lege ich sehr viel Wert. Ja, danke. Ja, kleine Beruhigungsphase und dann geht's wieder rein. Juhu. Echt schön. Also, ne? Hier nochmal Beschleuniger. Ah, deswegen kam der so schnell in die Kurve da. Das ist einmal über diesen Eingang rüber, den wir vorhin gesehen haben. Super geschmeidig. Oh, ein Traum. Ein Traum. Ah, das verlassene Piratenschiff hier außen. An der verlassenen Höhle. Was ist das für ein Disco da hinten? Halt!
Thank you all for following this build. To all the guys who watched the live streams and... Ach, der hat ja auch ein Video gemacht. Sieht man auch auf seinem YouTube-Kanal. Das finde ich ja mal cool gemacht. Thank you for the entire channel gaming... Gen 5 Gaming Community, I never thought when I first started building I would get a mention, let all alone all the reviews. Thank you for all your support. Happy coastering all. Rai Rai oder Riri, ri, ri. So heißt der Bauer. Finde ich ja richtig cool gebaut. Gemacht, die Idee. An der Stelle hier einmal Danke zu sagen. Ich sage an der Stelle auch einmal Danke an Rai Rai. Sehr cool, auch dieses Danke sagen hier. Wirklich sehr nice. Mein Englisch, ich weiß, ihr lacht mich aus über mein Englisch. Ich bin froh, dass ich überhaupt was weiß auf Englisch. Und mir geht's gut. Ich bin auch gesund. Sehr schön. Tolle Fahrt. Toller Park. Toller Schatz. Toller Ausgang. Eine tolle Treppe. Das ist alles toll. Alles ist gut. Mir geht's gut. So, und wo gehen wir denn jetzt weiter? Wo führt uns der Weg jetzt hin? Meiner Meinung nach geht es jetzt hier wieder raus. Und dann geht es hier über diese Brücke drüber. Die tatsächlich ein bisschen unspektakulär wirkt. Im Gegensatz zu allen anderen Sachen, die es hier so in diesem Park gibt. Aber auch schön gemacht. Steamworks. Ist das Schatten hier drauf? Das sieht so krass aus. Das sieht einfach krass aus. Irgendwie sind hier alle Läden zu. Sorry. Aber es sieht einfach super cool aus. Inspired by Wix Blackmire. Echt cool. Steam Machine. Heißt nicht so dieser neue, wie heißt diese Konsole von Steam? Die da jetzt rauskommt. Steam, irgendwas. Aber krass, das Gebäude hier, ne? Hier auch da oben. Oh, das sieht echt richtig cool aus. Steamer, Steam Machine. Was ist denn jetzt hier? Was? Steamer. A Journey Through Adventure Valley. Und das? Entrance. So, warte mal. Das eine wird hier oben die Bahn sein. Das sind zwei Achterbahnen halt, ne? Das eine ist hier... Dieser Mega-Coaster. Ich denke mal, wir steigen quasi hier ein. Das andere ist das Ding, was ich ja gesagt habe am Anfang. Steam Machine. Was über den ganzen Park fährt. Alter, das ist aber mega cool gebaut hier, oder? Seht euch das mal an. Hier dieses Dach. Diese Konstruktion. Dann auch diese Räder hier drin. Das sieht einfach cool aus. Halt, da steigen wir noch schnell ein. Das will ich mir nicht entgehen lassen. Steam Machine. Einmal Eingang und ab geht's. Eine hängende Achterbahn. Oder auch in Fachkreisen Inverted Coaster genannt. Oder in Fachkreisen auch Black Mamba genannt. Alles, was so ist wie diese Bahn, ist für mich Black Mamba. Ich kenne ja nicht viel Parks. Aber ich habe für dieses Jahr vor, ich fahre dieses Jahr in den Europapark. Es kann mich keiner aufhalten. Europa-Park, ich komme im Sommer. Es wird ein Riesenspektakel. Und ich werde ein Video machen. Der Europa-Park. Ich freue mich unglaublich drauf. Juhu! Looping! Oh, der hat aber auch wieder einen ordentlichen Speed drauf vom Allerfeinsten hier. Meine Herren. Oh, es ist ein bisschen zu schnell. Ich finde es einen Ticken zu schnell. Too much. Slow down, my friend. Slow down. Ein bisschen. Ah. Uiuiui. Aber was war denn da? Ich konnte es bei dem Tempo überhaupt nicht sehen. Trotzdem, die Fahrt ist super geschmeidig. Schöne Elemente drin. Wirklich toll gemacht. Fährt sich auch ganz toll. Aber so ein Ticken langsamer wäre nicht schlecht. Schreibt mir mal bitte gerne eure Meinung dazu hier in die Kommentare. Speed gut oder nicht? Kann es noch schneller sein? Darf es noch ein bisschen mehr sein? Haben Sie sonst noch einen Wunsch? Ne? Also schreibt es gerne mal in die Kommentare. Würde mich mal sehr interessieren von euch, was da so eure Meinung ist. Also, ganz tolles Gebäude. Hier ist der Ausgang vom anderen. Wir gehen hier außen rum.
Und kommen jetzt hier. Ey, was ein mega Gebäude das hier halt einfach mal ist, ne? So. Und dann gehen wir jetzt in den Steamer. A Journey through Adventure Valley. So, wo ist denn hier der Weg? Der Weg geht hier hoch. Und jetzt kommen wir an. Wäre schon geil, den Park mit 10.000 Besuchern zu fahren. Aber man kann ja nicht alles haben. Oh, das ist schon eine ganz schön lange Bahn hier. Und dann gucken wir mal, während wir hier eh warten müssen. Auf die Durchschnittsgeschwindigkeit 72 km/h. 185. Meine Herren, 174 Sekunden, 3,4 oder knapp 5, 3,5 Kilometer. In Version gibt es keine. Wir steigen ein in die hoffentlich richtige Bahn. Ja. Ich fahre jetzt hier in der normalen Kamera mit und noch ganz schnell einmal was hier reingreifen. Es sind noch ein paar Sachen drin in meinem Päckchen. Ganz schnell hier Chips. Cares. Diebisch. Pizza. Geschmack. Oh Gott. Da haben sie mich getroffen. Damit haben sie mich. Dann gibt es hier noch eine Dose. Ich weiß gar nicht, was das ist. Schnell noch aufmachen, bevor wir da sind. Schaut im Shop vorbei mit meinem Gutscheincode Candy. Bei Candy. Cowboy. Modern Consumer. Gutscheincode Fanta Toro. Toronja. Ab geht jetzt die Achterbahnfahrt über den ganzen Park. Ich freue mich. Meine Herren, das ist mal ein wilder Ritt. Wow. Sind wir jetzt schon 185 gefahren eben? Wahrscheinlich ja. Hui, nice. Mit der Bahn bist du schnell auf der anderen Seite der Karte. Das geht ratzfatz. Sehr schön. Ja, und jetzt kommt diese krasse Kurve hier hoch. Mit diesen krassen Elementen. Und da den ganzen Park hier einmal sehen. Nice. Nice. Echt das Highlight des Parks, das Ding hier am Ende noch mitzufahren. Ich weiß nicht, ob wir schon alles haben oder nicht, aber ich denke schon. Absolutes Highlight, die Bahn. Sehr cool gemacht. Hallo! Einfach nur klasse. Ihr seht, ich habe Spaß. Also ich kann gar nichts mehr sagen. Boah, guck mal, wir kommen hier komplett nochmal durch dieses Piraten-Valley durch. Und sehen einfach nur, wie krass das gebaut ist alles. Auch hier so ein Tunnel, so krass detailliert, voll auszubauen. Auch nicht schlecht. Ja gut, das waren diese Schiffswachs-Dinger da. Auch nochmal hier durchs Gebäude durch. Da habe ich jetzt gar nicht mehr mit gerechnet. Also wirklich very, very nice gemacht. Nochmal ein Tunnel. Die Bremse hier an den ganzen Rohren. Einfach mega cool gebaut. Ein toller Abschluss für einen tollen Park. Wirklich ganz großes Kino. Also ich find's, ich bin sehr begeistert. Ich bin super begeistert. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Und wir sehen auch nochmal hier vom Eingang, das war quasi der Eingang, den wir... Am Anfang haben wir das hier von der Seite gesehen, sagen so, ja, ne, da geht's dann da hoch irgendwie. Aber was für eine Bahn, meine Herren. Also wirklich ganz toll gebaut. Auch hier das Element hier hinten, das war ja einfach unglaublich krass, von hier den ganzen Park zu sehen. Ich gehe jetzt nochmal so drüber, ob wir die wirklich alle... Hatten wir alle Bahnen jetzt wirklich mitgenommen? Ich hoffe, ich habe nichts verpasst. Ich habe irgendwie das Gefühl, da stand was mit zwei Wasserbahnen. Eine sind wir jetzt mitgefahren. Falls ich irgendwas verpasst habe, tut's mir leid. Aber wir hatten wirklich sehr viel Action. Sehr viele Bahnen hier in diesem Video. Da kann man jetzt auch nichts sagen. Wenn wir jetzt eine vergessen haben, oh, naja, gut. Haben wir es überlebt. Wir haben es überlebt. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende des Videos. Und ich werde noch ein paar Abonnenten grüßen. Wir fahren den Hypercoaster noch mal in einer anderen Perspektive mit. Bleibt noch kurz dran. Bis gleich.
So, wenn ihr in einem der nächsten Videos gegrüßt werden wollt, dann schreibt hier in die Kommentare rein Hashtag Thunderland, so wie dieser Park heißt, aber einfach nur Thunderland schreiben. Und im letzten Video wollten gegrüßt werden unter anderem der Peter Nieland, haben wir da einmal, den Connor John Curry, wieder ein cooler Park, ist wie immer schön. Dann haben wir noch, jetzt muss ich hier so durchgehen, weil das hier nicht immer klappt mit der Suche. Dann haben wir noch, super gut vorbereitet von meiner Seite aus, den Len Masterful, den Adrian, Benjamin Döring, Dodo Gaming und zu guter Letzt den Shin12XX1 und Karlsruher SCTV. Den habe ich schon öfters gegrüßt in meinen Videos. Die Kamera ist manchmal ein bisschen wild hier, muss man auch sagen. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, dass mit der Werbung so an sich ging alles klar für euch. Ich werde jetzt öfters mal Werbung machen für den Laden. Wir haben eine Kooperation. Also, geht da auch gerne mal auf die Seite. Geht auch bei Instagram gerne bei dem mal vorbeischauen. Schreibt ihm auch einen schönen Gruß von mir. Bestellt euch was Schönes. Lasst es euch schmecken. Und benutzt gerne meinen Gutscheincode. 10%. Kein Mindestbestellwert. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, guten Abend, gute Nacht und gute Besserung, falls ihr krank seid gerade, so wie ich, so ein bisschen angeschlagen, aber es geht noch gerade so. Also in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, war ein sehr schöner Park, sehr schöne und viele Achterbahnen zum Schreien schön. Und gerne noch ein Abo dalassen und auch liken. Und falls ihr noch Bock auf weitere Videos habt, könnt ihr hier noch wo reinschauen. Ich habe da hier noch was verlinkt und auch eine krasse Kameraperspektive. Yeah! macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Basti oder auch Modern Consumer. Ciao!